Du stehst in der Dunkelheit. Schwarz mischt sich mit dunkelstem Grau. Du gehst, wo du den Weg vermutest, doch sehen kannst du ihn nicht. Dunkle Schatten heben sich neben dir empor, Gestalten der Nacht. Dürr und furchteinflößend flüstern sie voll Schmerz und Leid, wollen dich vom Weg locken in den Sumpf der Traurigkeit. Wie weit der Weg ist, weißt du nicht, sein Ziel bleibt dir verborgen. Du sehnst dich danach zu sehen, zu erkennen. Du sehnst dich nach Sicherheit, Freude, Geborgenheit. Du sehnst dich nach. Du bist alleine und so rufst du ins Nichts. Ich will hier raus, ich schaffe das nicht alleine. Auf einmal siehst du einen winzigen Punkt, ein kleiner Schimmer, der neben dir auf und ab tanzt. Du öffnest deine Hand und so wie der Schimmer dich berührt, beginnt sich die Welt um dich herum zu verändern. Auf einmal wird es hell, nach und nach, ganz langsam, und du erkennst Umrisse in deiner Umgebung. Der kleine Punkt ist verschwunden, doch stattdessen bist du umgeben von Strahlen. Du bist umgeben von dem, wonach du dich immer sehntest: Licht. Und mit dem Licht erscheinen Farben, welche die Welt wie eine Welle erfassen und mit Schönheit überströmen. Das Licht ist Jesus. Er ist gestorben, damit du lebst. Er wünscht sich für dich ein Leben im Licht, damit du erkennst, wie wunderschön und liebevoll dich der Künstler gestaltet hat, von seinem vollkommenen Licht angestrahlt, dass auch andere es sehen. Und doch erschaffen wir künstliches Licht, Ablenkung von dem, was uns wirklich erfüllt. Doch es versiegt wie die Flamme einer Kerze und verliert schnell seinen Reiz. Es hat nur einen schmalen Kegel, welcher die Sicht auf das große Ganze verwehrt, während Jesu Licht die finstersten Ecken mit Wärme durchflutet. Er will dich erfüllen bis in die tiefsten Kammern deiner Seele, damit du eine Reflexion seines Lichts sein kannst. Er verließ seine perfekte Heimat, um in einem Stall in diese Welt hineingeboren zu werden. Er ließ die ganze Fülle der himmlischen Pracht hinter sich, um uns an einem Bruchteil davon teilhaben zu lassen. Er sendet Lichtblicke in eine Welt, die der Mensch zu einem Tal der Dunkelheit gemacht hat. Er ist deine Rettung aus der Finsternis, der Strahl in deine Dunkelheit, dein Licht am Ende des Tunnels. Es ist Jesus.